Das Foto des verletzten Frank Magnitz, von der AfD veröffentlicht, von uns bearbeitet, weil der Anblick nur schwer erträglich ist. Mit einem Kantholz soll der Bundestagsabgeordnete laut AfD in Bremen auf offener Straße niedergeschlagen worden sein. Ihm fehlt jede Erinnerung an den Überfall. Ich weiß eben halt nur den Gang dahin oder den Weg dahin und eben halt alles hinterher. Aber diese, weiß ich nicht, 2, 3 Minuten oder so, die fehlen mir komplett. Laut der Ermittler sollen Videoaufnahmen 3 Personen zeigen, die sich Magnitz von hinten näherten. Eine schlug ihn schließlich nieder. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, schließt politische Hintergründe nicht aus. Möglicherweise wird man im Hinblick auf die politischen Aktivitäten des Geschädigten eine politisch motivierte Tat nicht ausschließen können. Die AfD gibt den anderen Parteien eine Mitschuld an dem Überfall. Es sei eine Folge von jahrelanger Hetze gegen die AfD. Wenn man eine Partei ausgrenzt, die demokratisch gewählt ist, dann entstehen Schlägerbanden. Alle Parteien verurteilen den Anschlag. Einhellig heißt es, dass Gewalt niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein kann und darf. Gewalt hat in einer Demokratie nichts zu suchen und deswegen verurteilen wir jede Form von Gewalt. Wer Hass streut, der erntet Hass. Der Bundespräsident hat Magnitz geschrieben. Er spricht wie das Bundestagspräsidium von einem Anschlag auf das Parlament. Ja, ein Anschlag auf die Demokratie und den Rechtsstaat. Und das Präsidium des Deutschen Bundestages sieht sich hier auch in der Verpflichtung, für alle Kolleginnen und Kollegen zu stehen. Der 66-jährige Magnitz wurde mittlerweile vernommen und ist in einer stabilen Verfassung.